Eine solche Masse an Menschen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es ist ein bunter Strom aus friedlichen Protestierern, der sich an diesem Samstag über Berlins Straßen ergießt. Warum sind Sie denn heute hier? Ja, weil wir was verändern wollen, ne? Was konkret wollen Sie verändern? Ja, wir wollen wieder mehr Freiheit, wir sind gegen die Maskenpflicht und ich denke, die Leute müssen sich einfach ein bisschen mehr schlau machen und nicht nur in den öffentlichen Medien schauen, sondern sich auch im Internet. Im Internet. Im Internet. Alternative Medien. Ne? Genau, ne? Alternative Medien, alternative Reportagen, ja, das ist wichtig. Die Leute müssen sich ein bisschen mehr informieren. Okay, wir haben jetzt schon oft diese Alukugel hier gesehen, was hat es denn damit auf sich? Gucken Sie doch an, das ist halt ein Gesamtkunstwerk. Ein Gesamtkunstwerk, ja. Darin Kappe. Es wird dem, man hört ja die ganze Zeit nur, dass man Aluhutträger ist, nicht wahr? Ja. Und dann setzt man dem Aluhut, diesem Aluhutträger-Mythos, setzt man den Narrenkappe entgegen. Das heißt, die Leute, die hier sagen, dass du ein Aluhutträger bist, sind eigentlich selber Aluhutträger. Das ist der Spiegel, das ist Till Eulenspiegel. Den Leuten den Spiegel vor die Augen halten, das will ich damit sagen. Was mich persönlich bewegt, hier heute mitzumachen, ist einfach der Impfzwang, der, glaube ich, bevorsteht. Und da ich zwei kleine Kinder habe, möchte ich mich jetzt dafür einsetzen, dass sich was verändert. Und deswegen zeigen wir T-Shirt und genau, sind wir heute hier und für die Freiheit. Naja, alle 4 Jahre 2 Kreuze zu machen, reicht einfach nicht aus, als Politik zu machen. Eigentlich machen wir immer Politik, jeden Tag machen wir Politik. Und jetzt zeigen wir Präsenz und zeigen, dass wir mitbestimmen wollen, mitreden wollen und eben nicht, das reicht halt nicht aus, alle 4 Jahre 2 Kreuze zu machen. Mit Techno-Beats, Nationalfahnen, Regenbogenflaggen, Deutschlandmützen, Seifenblasen feiern Sie das Ende der Corona-Pandemie. Wie würden Sie sich politisch einordnen? Eher auf der linken oder eher auf der rechten Seite? Oder gar nichts von beiden? Ich bin total neutral, politisch gesehen. Genau, also ich bin einfach freiheitsliebender Mensch. Ich setze mich für Gesundheit ein, für Lebensfreude. Und ich bin in keine Ecke einzuordnen, politisch gesehen. Ich möchte einfach, dass die Freiheit der Menschen gewahrt wird und dass wir selbst entscheiden können, welche medizinische Leistung wir in Anspruch nehmen. Ich finde, die Würde wird zurzeit sehr stark mit Füßen getreten und deshalb bin ich hier, weil ich bin für Freiheit, für Würde. Wir sind heute hier, weil wir die Meinungsfreiheit zurück wollen, weil wir die freie Impfentscheidung wollen, weil wir unsere Grundrechte zurück wollen. Menschen aus unterschiedlichsten politischen Lagern finden sich Seite an Seite auf der Straße wieder. Wie geht es Ihnen dabei, heute mit lauter Linken zu demonstrieren? Also super beeindruckend. Ich hab ja mehrere Kundgebungen durchgeführt und habe immer gesagt, die Freiheit kommt nicht alleine zurück. Die Freiheit müssen wir uns auf der Straße erkämpfen. Und das ist hier ein sichtbares Zeichen, dass die Leute das verstanden haben, dass wir die Freiheit nicht allein zurückbekommen und auch nicht vom Sofa aus zugucken können, sondern dass wir auf die Straße gemeinsam gehen müssen, um uns unsere Freiheitsrechte wieder zurückzuerkämpfen. Ist das vergleichbar mit 89, was hier abgeht? Ja, doch, kann man so sagen. Vor allen Dingen ist es wirklich so, dass es hier über alle politischen Lager hinweg für die Freiheit demonstriert wird und das ist auch wichtig und das war auch das Anliegen von Querdenken 711, dass sie sagen, okay, es gibt hier keine politischen Lager, wir kämpfen einfach für unsere grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte und das ist echt wichtig. Die Stimmung ist also genial. Man sieht, die Leute sind wirklich aus tiefster Überzeugung hier. Sie sind kunterbunt aus allen Schichten der Bevölkerung, nicht links, nicht rechts, davon merkt man hier gar nichts. Hier sind die Regenbogen fahren da, hier sind Deutschland fahren da, die Leute sind von weit her gereist, sind Reisegruppen. Hier nimmt man auf die Alten, auf die Jungen Rücksicht. Hier wird kein einziges Fenster zerschmissen. Das ist eine friedliche Demo aus tiefster Überzeugung für ihre Grundrechte hier. Schnauze voll! Schnauze voll! Schnauze voll! Das alte Links-Rechts-Schema scheint überwunden. Es ist das Volk, das sich an diesem Tag auf den Straßen der Hauptstadt versammelt hat.
Herr Wegner, Sie sind ja bekannt als bester Freund von Chris Ares. Ja. Deswegen zuerst die Frage, wo ist denn Chris Ares heute? Chris hat einen viel verdienten Urlaub jetzt. Der ist jetzt ein viel verdienter Urlaub. Also hat er wirklich, das gönne ich ihm. Es ist mit seiner Frau weg, also, und das gönne ich ihm auch. Der braucht auch mal eine Auszeit. Sie kommen ja ursprünglich aus den USA. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich gebürtiger Münchner. Ich bin in Amerika mit drei, bin mit 33 da wieder nach Deutschland und so, eigentlich bin ich ein gebürtiger Deutscher. Ach so, okay. So, ich bin von Kultur her sehr, sehr amerikanisch, deswegen habe ich diese kämpferische Art an mir. Deswegen habe ich eine gesunde Skepsis meiner Regierung immer gegenüber. Das kommt von meiner amerikanischen Erziehung. Sie haben ja sicher gute Kontakte dann in die Vereinigten Staaten. Gibt es sowas auch, sowas Vergleichbares hinterm Teich sozusagen? Noch größer, noch größer. Dieses wächst gerade. Deswegen habe ich so viel Mut jetzt gerade, weil ich stehe jetzt hier mit Gänsehaut, mit der Herz, der pocht in meine Brust, weil das macht mir Mut. Also ich habe so ein Glücksgefühl, weil die Deutschen, nicht nur die Deutschen, also ich rede immer von den Deutschen, aber die Bürger in Deutschland, die stehen jetzt wieder auf. Die stehen auf für ihre Freiheit, für ihren Frieden. Und was dieses Fake-Pandemie wirklich was Positives gemacht hat, ich habe Barrieren zwischen uns auseinander, also wirklich niedergemacht. Diese Barrieren sind jetzt niedergemacht, weil alle stehen für ihre Freiheit hier. Freiheit bindet uns alle. Schnell wird klar, diese Demo sprengt alle bekannten Maßstäbe. Angela, dein Volk ist da, ruft dort die wütende Menge. Oder Juden. Eine gute Freundin von mir ist auch hier, die Chefredakteurin der Epoch Times und auch andere, die mir gesagt haben, Heiko, die Versammlung ist abgesagt worden, also abgebrochen worden. Wisst ihr was? Das wurde eine halbe Stunde vorher, bevor die Meldung kam, bei Spiegel und anderen Mainstream-Medien gebracht. Es ist eine konstatierte Aktion, die gegen uns da ist, nur so am Rande. Das ist skandalös und es war offensichtlich im Voraus geplant. Spiegel Online hat es angeblich schon um 13 Uhr gemeldet, die Versammlung sei aufgelöst. Aber erst um 16 Uhr hat die Polizei entsprechendes bekannt gegeben. Das ist ein Skandal. Man will die größte Volksversammlung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland auflösen. Das zeigt, das Regime hat Angst und es zeigt, wie stark der Widerstand am heutigen Tag geworden ist. Uns wurde auch mitgeteilt, dass wir den Leuten eine Legende erzählen können. Wir hatten drei Anwälte dabei, der Herr Ludwig, der Herr Sattelmeier und meine Wenigkeit. Die Polizei ist diesbezüglich, aber ich meine, das kommt von oben in keiner Weise verhandlungsbereit. Wir müssen hier nur euch mitteilen, was zu tun ist. Es gibt natürlich Spontanversammlungen, die Fläche ist groß. Das Einzige, was die wohl wollen, ist uns den Ton abstellen, dass keiner zu hören, was wir zu sagen haben. Das sind jetzt dramatische Momente. Die Polizei hat die Bühne betreten. Die Polizei versucht offensichtlich zu provozieren. Die Polizei versucht, die Organisatoren zu behindern, vielleicht sogar zu verhaften. Immer mehr Polizisten gehen in den Bühnenbereich. Die Bühnenakustik, die Lautsprecher sind abgeschaltet. Von der Bühne gibt es Signale an diese 1 Million Menschen, sich friedlich zu verhalten, aber auf den Boden zu setzen und dadurch ihre Opposition zu zeigen. Ja, also die Polizei Berlin möchte jetzt das Mikrofon nutzen. Hört bitte gut zu. Diese Situation sehe ich gerade, dass man wiederum versucht, diese Massen an Menschen zu unterdrücken, zu demütigen und zu drangsalieren. Und ich sage ganz ehrlich, ich stehe hier, ich bin heute Morgen 600 Kilometer angefahren und ich stehe hier und ich werde diesem ganzen Regime keinen Schritt mehr zurückweichen. Wenn wir das machen, sage ich ganz ehrlich in die Kamera und das habe ich heute mehrfach gesagt, wir müssen entschandeln. Und ich rede ganz klar davon, friedlich zu handeln. Ja, friedlich heißt, sich hinzusetzen, wegtragen zu lassen. Aber wenn man weggetragen wird, dann soll man Solidarität zeigen und den Leuten helfen und nicht wegschauen. Weil wir müssen endlich lernen, wir sind nicht irgendein rechts- oder links geprägtes Land. Wir sind ein Volk, wir halten zusammen. Und diese Bilder hier heute,
diese friedlichen, genialen Bilder, die Gänsehautgefühle geben, sage ich ganz ehrlich, das erleben wir nicht nochmal. Also was soll ich dazu sagen? Da ist man sprachlos. Das ist eine genehmigte Demonstration hier. Und wir müssen das Recht haben, unsere Meinung zu sagen. Also es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin empört. Die Polizei ist auf der Bühne. Die Situation ist auf Messerschneide. Es wird jetzt verhandelt darüber, ob es einen Kompromiss gibt. Der Veranstalter hat einen Kompromiss angeboten, nämlich dass die Abstandsregeln eingehalten werden, stärker durch Ausweitung der Aufzugszone in die Randbereiche des Tiergartens. Aber die Polizei ist bisher nicht zum Kompromiss bereit. Danke. Das heißt, die Polizei möchte offensichtlich 1 Million Menschen räumen. Das kann nicht abgehen ohne Blut. Und ich hoffe, dass die einzelnen Polizeibeamten so besonnen sind, hier nicht Blut zu provozieren. Also ich schätze die Situation so ein, ich hoffe es zumindest, dass die Leute wirklich hier bleiben, dass niemand geht. Und das ist eigentlich eine Frechheit von der Polizei, aber auch taktisch unklug. Man hätte wirklich das einfach durchlaufen lassen können und dann wäre gut gewesen. Hier wird wirklich ein Signal gesetzt in die Republik, wirklich ein Signal des Widerstandes. Und ich will jetzt nicht unken, aber das mit solchen Dingen wie heute haben solche Sachen wie Maidan angefangen und so weiter und so fort. Ich hoffe es nicht, dass es dazu kommt, zu solchen gewalttätigen Auseinandersetzungen. Aber ich hoffe, dass die Leute einfach hier bleiben und zwar so lange, wie sie können. Das ist ja wieder der Weg, oder? Ja, wir sind jetzt 17:45 hier vorm Reichstag. Die Kundgebung auf dem 17. Juni ist nicht aufgelöst worden. Der Veranstalter hat sich sehr klug verhalten, hat die Polizei die Auflösung verkünden lassen, hat aber selbst nicht zugestimmt. Und dann wurde die Flüsterparole ausgegeben, alle gehen jetzt zu einer spontanen Kundgebung. Das ist ja in Deutschland auch rechtens, vor den Reichstag. Und jetzt strömen die Tausenden und Abertausenden vom 17. Juni das kurze Stück rüber auf die Wiese vor den Reichstag. Es ist noch blendendes Wetter. Die Polizei führt jetzt hier Kräfte heran. Wir hoffen, dass es friedlich bleibt. Die Demonstranten sind aufgerufen, durch den Lautsprecher die Ruhe zu bewahren und auf friedliche Veränderungen zu setzen. Aber die Polizei hat sich ja schon beim 17. Juni mit Kräften unter Helmen präsentiert. Das heißt, die werden jetzt bestimmt starke Kräfte zur Sicherung des Reichstages heranführen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Diese Demonstration, wenn sie jetzt friedlich bleibt, ist die größte Niederlage des Merkel-Regimes und überhaupt der Besatzungsmächte in Deutschland, seit Deutschland seine Selbstständigkeit verloren hat. Eine solche Demonstration gab es noch nie. Sie hat nur eine Parallele, nämlich Herbst 1989, als sich das Volk gegen das SED-Regime erhoben hat. Jetzt erhebt sich das Volk gegen das Merkel-Regime. Und wie damals sind es keine Parteien, es ist nicht groß organisiert. Es kommt ganz spontan über die Gefühle der Leute und die Leute sind sehr unterschiedlich. Das heißt, die ganze Strategie des Merkel-Regimes, kommandiert von Bill Gates, den Leuten Angst zu machen, die Leute einzuschüchtern und jetzt in den letzten Tagen auch noch zu sagen, hier demonstrieren Rechte oder Rechtsradikal. Diese ganze Strategie ist total gescheitert, weil die Menschen fühlen, sie werden angelogen, die Menschen sehen, die Zahlen sind vergleichsweise lächerlich und trotzdem wollen sie uns unten halten mit den Masken und wollen den Lockdown auch noch verschärfen und jetzt werden auch noch die Rückkehrer aus dem Urlaub wie Infektionsherde behandelt. Ja? Das bringt die Leute auf die Palme und das hat sich am heutigen Tag gezeigt. Das war wirklich die Love Parade der Freiheit. Es war die Fanmeile des Widerstandes.